Trigiano ist eine hübsche Gemeinde mit 2000 Einwohnern und liegt auf der östlichen Seite der Scapo di Leuca. Die Gemeinde gehört zu den authentischen Ostkernen von Italien. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten sowie historische prächtige Denkmale und auch wunderschöne Landschaften, die die Natur und das Meer in den Mittelpunkt rücken. Das Gebiet von Trigiano erhält noch die typisch salentinische Schlichtheit. Fruchtbare Olivenbäume und alte traditionelle Gebäude der bäuerlichen Gemeinschaft sowie die Terrassen aus Stein, die sogenannten Paiare, bäuerliche Rundsteinhäuser, die aus Steinen gebaut werden, die man von den Feldern absammelt, und die befestigten Masserien. Und so ist es kein Zufall, dass sich das berühmte Hollywood-Paar Helen Mirren und Taylor Hackford auf dem Land von Trigiano angesiedelt und die alte Masserien Torre Matine aus dem 16. Jahrhundert renoviert hat. Die Olivenbäume wachsen üppig auf der Ländereien von Trigiano und weite grüne Flachen erstrecken sich auf das gesamte Gebiet. Jahrhundertelang haben Anbau und Produktion des hochwertigen Öls die örtliche Wirtschaft gestärkt. In den Olivenhainen kann man oft die alten sogenannten Paiare sehen, das bäuerliche Rundsteinhäuser sind, die aus Stein gebaut werden, die man von den Feldern absammelt. Die Paiare wurden auf unterschiedliche Weise genutzt. Sie waren entweder Lagerungsorte landwirtschaftlicher Geräte oder Tiereunterstände. In den Sommermonaten wurden sie auch als Wohnhäuser genutzt. Seit jeher wird der Bestand an Olivenbäumen vom Vater auf den Sohn übertragen. Noch heute zeigen die Landwirte eine starke Hingabe zur Pflege ihrer Bäume. Die Altstadt hat noch heute alte Gebäude in traditioneller Bauweise und ist mit Palazzi und Gotteshäusern bereichert. Die ersten schriftlichen Zeugnisse von Trigiano stammen aus der Zeit der Regierung von Karl d'Anjou, als das Dorf zur Grafschaft von Alessano gehörte. Wenn man auf den kleinen Straßen der Ortsmitte spaziert, findet man die typisch salentinische Schlichtheit. Es riecht nach Basilikum und man sieht die warmen Wandfarben oder Wände, deren Fassade im gelblichen Carparo, kalkgranitischer lokaler Stein, belassen sind. Auf der Via Ovidio kann man den charakteristischen Arco dei Trentacani, Bogen der Trentacani, bewundern, ein Gebäude des 16. Jahrhunderts, das mit seiner imposanten Struktur die kleinen umliegenden Häuser zu beherrschen scheint. Das schlichte Oratorium des Herzengel Michael zeigt die religiöse Hingabe der Aristokratie. Die Adelsfamilie Arcella ließ es im Jahr 1590 errichten. Die Adelsfamilie Arcella wohnte in der Nähe der Kapelle. Ganz oben sticht das heraldische Wappen mit einem Schachkreuz hervor.